Aufgepasst! Save the date! Merkt euch den 5.9.2017. Worum geht's? Ich möchte euch heute ganz kurz als Professor an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning-Erding unseren Bachelor-Studiengang Wirtschaftspsychologie vorstellen. Und ich habe als Studienleiter was Neues anzubieten. Ich mache das schon seit 3 Jahren, aber jetzt gibt es den sogenannten Branchenfokus für all diejenigen von euch, die Wirtschaftspsychologie studieren wollen, ein anerkanntes Studium, Bachelor, und die aber in Zukunft den Branchenfokus Kommunikation und Online-Werbung belegen wollen und auch hier sich eine akademische Ausbildung wünschen. Der Vorteil an unserer Hochschule zu studieren ist, wir machen das Ganze im sogenannten Blended-Format. Blended-Format heißt, ihr kommt im Semester 3-mal eine Woche zur Präsenz nach Ismaning oder einen anderen Standort unserer Hochschule. Das kann Berlin sein, das kann Treuchtlingen sein, das kann Unna sein. Das kann eben auch oder ist in den meisten Fällen eben auch Ismaning, was mein Heimatcampus ist. Im Semester 3-mal eine knappe Woche und der Rest des Semesters findet online statt. Das heißt blended oder semi-virtuell. Also das heißt, wir kombinieren seit Jahren als Hochschule, als größte bayerische Hochschule, kombinieren wir die Vorteile der Präsenzlehre, wo ihr wirklich da seid, wo wir miteinander umgehen, miteinander arbeiten, kombinieren wir praktisch mit E-Learning. Wir haben ja diese Moodle-Plattform, auf die geht ihr, auf der dorten sind die Workloads, auf der Moodle-Plattform findet ihr Videos, findet ihr PDFs, findet ihr Bücher, findet ihr Studien, Arbeitsaufträge etc. etc. Und so haben wir eine schöne Kombination zwischen Präsenzphase und Blended Learning. Jetzt werdet ihr sagen, naja, was ist denn das Besondere? Das Besondere an diesem Blended Learning ist, dass ihr einen extremen Freiheitsgrad habt. Und unterschätzt das nicht. Das heißt, ihr könnt akademisch studieren, einen Bachelor machen, obwohl ihr vielleicht berufstätig seid, weil ihr das nebenher machen könnt, weil ihr vielleicht ein Kind habt, zu Hause sitzt und euch als junge Frau überlegt, Mensch, ich hätte auch gern studiert oder ich hätte gerne fertig studiert. Das heißt, all das ist jetzt auf semi-virtueller Basis in unserem Format, das wir Studenten anbieten, möglich. Und es wird auch sehr, sehr, sehr gut angenommen. Da das hier eine kleine Kurzinformation sein sollte, möchte ich jetzt nicht zu lange ausholen. Geht einfach auf die Hochschule für angewandtes Management und informiert euch über die unterschiedlichen Studienrichtungen. Ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie an der Fakultät für die Wirtschaftspsychologie. Das heißt, ihr könnt Bachelor und Master Wirtschaftspsychologie bei uns studieren. Ihr könnt aber auch BWL studieren oder Sportmanagement und da könnt ihr eben aussuchen, was für euch interessant ist. Interessant ist die Wirtschaftspsychologie deswegen, eben weil wenn einer nicht nur jetzt in den Bereich Markt- und Werbepsychologie hineingehen will oder Personalmanagement oder Coaching, der hat jetzt über unseren Branchenfokus, den wir schon im 4. Jahr erfolgreich fahren, den ich aber jetzt ein bisschen angepasst habe auf das Online-Marketing, der kann sich dann während des Studiums spezialisieren, praktisch diesen Branchenfokus machen. Und dieser Branchenfokus heißt eben Kommunikation und Online-Werbung. So viel zu diesem Thema. Das heißt, ich werde sehr viel Online-Marketing in diesen fokussierten Einheiten machen. Wir werden Social Media bearbeiten, wir werden uns mit Google beschäftigen, wir werden uns mit alternativen Suchsystemen beschäftigen, wir werden uns mit Social Media Kanälen wie Facebook, wie Instagram, wie Snapchat, wir werden eine Snapchat-Brille einsetzen und schauen, was wir mit der Snapchat-Brille alles machen können, wie wir sie auch marktforscherisch vielleicht im Employer Branding einsetzen können. Also wir haben ganz, 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 ganz viele Ansatzpunkte und es ist ein echt geiles, spannendes Studium. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, sich für die Werbung, für die Kommunikation an privaten Akademien ausbilden zu lassen oder vielleicht an der IHK. Alles tolle Geschichten, nur
Bedenkt, wenn ihr euch akademisch ausbilden wollt, und in diesem Bereich gibt es momentan sehr wenig, deswegen glaube ich, haben wir hier auch einen guten USP. Das heißt, wenn ihr akademisch in die Werbung, in die Kommunikation einsteigen wollt, semi-virtuell, berufsbegleitend, dann ist das meines Erachtens ein ganz, ganz, ganz tolles Angebot. Und wer weiß, wenn ihr an eine private Akademie geht, entscheidet ihr euch später doch, Mensch, hätte ich jetzt doch vielleicht als junger Mensch meinen Bachelor gemacht, dann könnte ich jetzt vielleicht noch den Master machen und vielleicht könnte ich oder wollte ich vielleicht auch später noch promovieren. Das heißt, wenn ihr so einen Weg wählt, der ist nicht einfach, möchte ich gar nicht sagen, dass das einfach ist, dann eröffnet ihr euch aber viele, viele, viele Türen. Und ja, merkt euch mal das Datum, bis dahin ist Anmeldeschluss, dann geht das Wintersemester an und ich hoffe, ich sehe euch. Wenn ihr Fragen zu diesem Studium habt, bitte geht, ihr findet hier einige Sachen auf meinem YouTube-Channel. Ich tue euch aber unten in diesen YouTube-Channel den Link rein und dann könnt ihr euch direkt an der Hochschule für angewandtes Management informieren, vormerken lassen, euch den Platz reservieren lassen und euch fürs Wintersemester einschreiben. Solltest du Fragen haben zum Studium, zum Inhalt des Studiums, dann könnt ihr auch gerne mich als Studienleiter, als Professor anrufen. Meine Handynummer schreibe ich auch hier unten rein. Ich gebe es euch nochmal, das ist die 0171 358 2159. Also wenn ihr Fragen zum Studium habt, zum Ablauf, ist es machbar, kann ich das schaffen, kann ich es neben der Familie schaffen, kann ich es neben meinem Beruf schaffen, wie kann ich dual studieren, dann ruft mich an. Wenn es formale Geschichten sind, dann bitte an die Studentenkanzlei, da sind die besseren Profis dort noch, mit denen könnt ihr dann reden. Also, ich freue mich, ich hoffe euch bald zu sehen. Ich zeige euch nochmal Save the Date, also Anmeldeschluss für das Wintersemester, nicht vergessen, ja, ist für euch der 5.9. Und es würde mich freuen, euch in irgendeinem meiner Lehrgänge oder in irgendeiner meiner Vorlesungen dich zu sehen. Und ja, und ich hoffe, die Kurzinformation war kurz genug. Und ja, see you. Also, ciao, ciao und danke fürs Zuhören.